Hi Leute und damit recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Kacke. Ja, was ihr aus dieser Sicht hier nicht gewohnt seid, und zwar befinden uns heute in einem Airbus A319er Germans am Flughafen in Frankfurt an Gate Alpha 15. Ihr seht es, das Boarding hat schon begonnen von den Passagieren, aber wir sind heute nicht im Microsoft Flight Simulator X. Nein, ihr seht es auch schon hier an im Menü. Wir sind heute im Prepare 3D. Ich habe ja jetzt den Wechsel gemacht von vom FSX auf den Prepare 3D. Es wurde einfach langsam mehr Zeit, weil mir der FSX einfach viel zu lange geladen hat. Und ich sehe, dass ich mir nicht so ganz vertraut mit der Steuerung hier von dem Airbus X, aber von Airbus X, von dem Prepare 3D, das wird langsam. So, ich würde sagen, ich mache mein Licht an. In der Zeit macht der andere das wirklich an, ich Licht an. Lichter, die waren dort, die waren normal. Dann kann Airbus X dann gefüllt. Auf jeden Fall, hier ist Airbus A319 von Frankfurt nach Palma. Es ist, es ist gerade besser verteilt. So, jetzt haben wir Lichter an. Und dann muss ich sagen, beginnen wir auch schon direkt mit der Preparation Checklist. Checklist on und der Preparation. Okay, los geht's. Cockpit Preparation Checklist, bitte. Batteries? Both on. Electrical power? The external power is on. Navigation lights? Set on. Engine master? Both off. Engine mode selector? Checked, normal. Landing gear lever? Checked. Parking brake? Off. Flaps? Checked, position. Speed brake lever? Checked, retracted. Thrust levers? Idle. Transponder mode? Checked, standby. Radio control panel? Set on. ECM recall? Recall is checked. Checked. Anti-skid? On. Flight director? On. Emergency lights? Set. No smoking signs? Set on. Anti-ice? Off. Probe window heat? Auto? Air condition? Checked. Ventilation panel? Is checked. Electric panel? Checked. Fuel pumps? Set on. Hydraulics? Is checked. Acu brake pressure? Checked. Ground proximity warning system? On. Electronic flight control system? On. ADS? Sind auf NAV. Emergency equipment? Ist checked. Checklist complete. So, und dann müssen wir jetzt noch mal eben die After Left schließen, obwohl ich kann sie erstmal die Bildschirm hoch und dann mal sehen. So, und ja, ich habe mich erstens für den Prepare 3D entschieden, weil der von der Grafik viel besser ist als der FSX. Sie sind zwar basierend, also der Prepare 3D ist basierend auf dem FSX, aber ist dann schon von der Grafik schon im dicken noch besser, was Wasser und Schatten angeht. Aber dazu gleich mehr. Wir fliegen von EDF nach Lepa. Mal auf. So. Kein Align AS schon mal. Flugnummer ist Germany's 536. Kursindex 35,5,360. So, dann müssen wir uns einmal kurz hier in Düsseldorf die Artis abhören. Frankfurt Airport Information Echo 17580. Wind calm. Stability greater than 20 miles. 7 rechts, 27 links. 7 right ILS. Runway 7 left in use. Landing in the parting runway 7 right from the direction of flight. All it. Device controller on initial contact. So. Das heißt, wir gehen in das Center raus. Katschen. Seven Center und dann nehmen wir einen Nuki One Delta. So. Insert, dann nehmen wir einen Nuki. Und dann machen wir Frankfurt Airport Information Foxtrot 1758. Sky condition, no clouds below 2. Altimeter 2900. So, das ist gut.
Dann fliegen wir bei Yankee 163. Na. Herbie, also Hotel, Echo, Romeo, Bravo, India. Und danach geht es dann weiter über Yankee 164. Und dann geht's weiter bei Tuning von November 169 nach München. Ja, ich schließe ja gleich die Tour. Uniform mit Quebec 221. Nach Quartier. Dann geht's weiter über die Linie von November 11.18 nach Papa India, Victor Linie von Sera. Insert, da geht es dann noch aus. Und so. Und das, und dann noch da. Und dann nach Kiewis geht's weiter über die Linie von Juli 27. Bis nach Sismo, Sira India, Sira Manchester. Dann geht es über Uniform und Freiheit nach Kenz. Kenz. Sprechen will und da beginnt dann ein Test. Dann muss ich ein bisschen Insert. Dann geht es runter nach Kyoto. Dann ist es nicht mehr. Dann kann es auch nicht so ab. So, dann mal einmal das Loadsheet rein. Loadsheet. Und Stunt. Ja. Wir starten Flaps 2, like always. Und das passt dann hier so weit. Und dann wird es Englisch. Dann wird es Departure und schließen wir jetzt dran. Türen von hinten. Da. So, dann sind wir eigentlich bereit. Die nächste Tür ist. Nächste Tür. Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. Das ist gut. So, dann jetzt die Before Start Checklist. Jo. Before Start Checklist. Windows and doors. Closed and locked. APU. Set on. APU bleed. Set on. External power. Ich hatte auf dem Computer gerade installiert, das kommt alles noch. Und die external power ist dann jetzt disconnected and off. Disconnected and off. Cabin signs. Cabin signs on. Set on. Thrust levers. Idle. Parking brake. Set on. Barrel reference. Checked. 1013. 1013 check. Beacon lights. Set on. Checklist complete. So, follow IS with its instructions. Now take up the number of 8000. Und dann wenn wir so weit ready for push and start. Moment, dann fangen wir ganz normal bei GSX an. Prepare for push and start. Mouse left turn and
nicht vor, während des Flugs. Ich glaube nicht, dass man den so gut hört. Also ich kann es hier nicht, wenn das nicht macht. Das ist jetzt auch nicht passiert. So, Flugroute heute nach Mallorca wird ja, aus Frankfurt raus, dann ein bisschen westlich von Stuttgart werden wir auch dann westlich von Zürich einmal da über die Schweiz fliegen, also im Westen der Schweiz, und dann nach Frankreich rein und dann über, na, ist ja noch nicht Frankreich, aber ein bisschen westlich von Genf, also in Frankreich, nordöstlich ein bisschen von Lyon, oder ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Lyon, ich weiß es nicht, runter bis ja, ungefähr nach Barcelona, wo wir dann noch mal eine kleine Linkskurve fliegen werden nach Mallorca, und da beginnt dann auch schon unser Start. Parking brakes released. Starting engine 2. Engine 2 is stabilized. Starting number 1. Parking brakes are set. Ich mache mir jetzt kurz mal mit, ein bisschen lauter. Dann ich auch, Engine 1 stabilized. The after start checklist. Engine mode selector. Checked normal. APU bleed. Set off. APU set master. Off. Ground spoilers. Set. Rudder trim. Checked zero. Pitch trim. Set. Flight controls. Full left, full right, neutral, full up, full down, neutral. Check. Flaps.
Flaps 2. Anti-ice. Off. ECAM status. Checked. ECAM door page. Checked. Hand signal. Received. Checklist complete. Und die Taxi-Checklist. Nose light. Taxi. Brake check. Pedal pressed. Checked zero. Check. Auto brakes. Max. Take off data. Reviewed. FCU. Checked. Flight instruments. Checked. Checked. TO config. Checked and no blue. Checklist complete.
Flight attendants, seats for takeoff, please. Before takeoff, checklist. Brake temperature? Checked. Brake fans? Off. Engine mode selector? Checked, normal. TCAS? TARA tilde buff. Exterior lights. Set on. Sliding tables. Stowed. Stowed. Checklist complete. Take off, manual flex, SRS and runway. Check. Power set. Knots. Checked. V1. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Navigation. Check. Is up, lights off. Climb thrust. Flaps 1. Speed check, flaps 1. Sollte jetzt auf jeden Fall besser sein, dass ihr mich auch mal richtig versteht. Ja, was ich sogar noch gesagt habe, als ein persönlicher Response. Ja, gleich nach dem Cut wiedersehen, kurz von Top of Klein und halt die Checklist habe ich mitgelabert. Kann man, glaube ich, noch ein bisschen was von verstehen. Nicht allzu viel. Ja, ihr kennt das. Ihr wisst, wie ich es mache. Top of Klein haben wir jetzt erreicht. Ihr kriegt gleich ein paar In-Flight-Szenen mit Musik. Wir sehen uns dann im Anflug oder kurz vom Top of Descent nach Palma wieder und sage, ich sage, bis gleich.
Okay, wir haben es dann bald. Die Descent Preparation Checklist, bitte. Seatbelt Signs. On. Anti-Ice. Off. Landing Information. Received. Altimeter. Standard. Barrel Radio. Checklist complete. Vor unserem Top of Descent nach Palma de Mallorca. Die Bahn 24 links ist gerade aktiv. 24 rechts, I'm sorry. Und ja, wir sind jetzt erstmal auf 11.000 Fuß. Halten uns aktiv an und ich zeige es euch dann kurz über den Plan. Initiating descent. FMA check. Radar tilt. Radar tilt. Radar tilt. Die Anfangszeichen, die waren durchgehend an, das passt. Und ihr kennt das Procedure. Wir sehen uns dann gleich wieder, ja, wenn wir auf 11.000 Fuß angekommen sind. Bis gleich. So, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ein bisschen früher mit dem Video wieder anzufangen. Wir gehen gerade durch die 15.000 Fuß. Ich muss jetzt ab und zu mal immer wieder die Speedbacks benutzen, damit wir die Geschwindigkeit halten und den konstanten Senkflug weiterführen können. Ihr seht es, wir fliegen jetzt die Rechtskurve über CDP und dann einen Abflug auf die 12 hier rechts. Ich fange schon mit den Vorbereitungen an. Wir werden mit Autobahn Medium landen. Ganz langsam. Was die Speedbacks angeht, die, ja, die brauche ich jetzt noch, deshalb setze ich die jetzt nicht auf an. Und ja. Jetzt gucken wir jetzt mal. Ich kann mal kurz in die Außensicht gehen. Und da dann ist es auch immer noch ein Spannungsausgleich. Wir sind jetzt weg im Cockpit. So, wird gedreht, wir gehen durch 13.000. Geht mit der Speed runter auf 220. Wir packen schon die Exterior Lights on. Jetzt sollte auch mal langsam die Approach Checklist kommen. So. Sollte euch aufgefallen, die Stimmen von der Checklist unterscheiden sich von denen, die ich früher am FSX auf dem Airbus hatte. Ich habe jetzt mal auf Deutsch gestellt, habe ich auch gefunden früher. Deutsch Akzent in dem Englisch und zwischendurch mal deutsches Reden. Eine Abwechslung. Wir sind jetzt hier bei der Insel und wir gehen jetzt gerade aus, dann lässt sich schon aktivieren. Dann gehen wir auch direkt runter auf 3000 und dann das AS Localizer kommt auch schon auf. So, obwohl das können wir gleich machen. Und jetzt mit Arbeit des Feedbacks. Wir haben die Geschwindigkeit. 20 bis zu dem großen D, was sich jetzt gerade verschoben hat. Ja, schön, schön oder nicht. Und jetzt, ja, gehen wir durch die 11.000 Fuß. Es gibt gleich einen kleinen Cut. Ach, wenn wir uns ein bisschen näher an den Cut finden. Bis gleich. So, das Approach ist Checklist. Jetzt ein bisschen näher am Flughafen dran. ECAM Status. Checked. Sliding Tables. Stowed. Stowed. Cabin Signs.
Checked. NAV accuracy. Checked. Barrel reference. Standard. Checklist complete. Und jetzt gehen wir hier auf die Approach. Flight Attendants, noch 4 Minuten. Prepare for landing. 15:13. Ich habe die Clock wieder nicht gestartet. Und unser Decision halt für 3:50 sein. Und da haben wir auch dann alles. Packen wir jetzt auch rein. Die Approach. Und wie gesagt, ab dem D fangen wir dann an mit den Flaps, die auszufahren. Und ja, das jetzt, wir sind so ein bisschen zu viel. Das wird sich aber noch kriegen. Das macht der Autopilot schon. Landen wir jetzt mal sogar noch zu tief, als in einem geplanten Läufer. Jetzt war das dann gleich draußen und ja, wir sehen eigentlich gar nicht mal so viel hier von dem Boden. Also dass wir immer nur weiter drauf zu sinken. Und ja, es wird schon relativ nah ran, sind schon 40 PS hier gerade. Bei 58 habe ich mal den Boden entnommen. So, bei den 350s, oder das sind auch vielleicht draußen. Da packe ich dann gleich auch rein. Die Motion kann ich jetzt mal machen. Direkt mal wieder Geschwindigkeit auf, die Triebwerke sind auf Eile, das passt ja. Und Temperature ist hier gerade. Transition Altitude. Transition Altitude ist checked und der Keen Edge 10.13. Checked. 1013. 1013. Checked. Schneller runter bitte. Glide slope alive. Ja, dann folgt dem Glide slope doch auch. Und da vorne ist die Bahn, okay? Auf der rechten Bahn. Von den beiden Parallelbahnen zur links und zur rechts. Weil es doch Leute jetzt hier kommen, die wir müssen. Ich stand da hinten, ne? Und dann würde ich sagen, jetzt dann Zeit für Flaps 1. Speed check, Flaps 1. Also, Speed check, Flaps 1. Und der Regulator kommt. Checked Flaps 2. Speed check, Flaps 2. Localizer alive. Okay, ist auch so alive, das passt. Und jetzt sind wir mal ein bisschen schneller hier. Und auch auf 2500, so das ist einfach. Ja, den Glaps sofort mal übernimmt. Und schalten wir einfach, weil das Wetter nicht so schön ist, mal den Ausblenden aus. Speed check, Flaps 3. Und das soll er bleiben. Und Flaps full. Flaps full. Und Speed check. Dann. Flaps gear down. Localizer captured. 2500. Und dann sollte ich jetzt mal noch den Feedback des Arm und auf Full setzen. Wir sind jetzt auch in den Rundsprings. Jetzt wird schon ein relativ schneller Anfang. Das werden wir schon überlegen. Und da kommt der Glide Slope. So, noch die Landing Checklist. Landing Gear. Down and locked. Three green. Ground spoilers. Set. Auto brakes. Medium. Exterior lights. On. Go around altitude. Set.
Landing memo. Check no blue. Checked and no blue. Checklist complete. So, checklist complete. Wir haben es doch noch geschafft. Auto flight off. So. Ist nicht gemein hinten. Ja, schönes Wetter zum Visual Approach. 1000. ATC so lange bis ich die Ivaro und den Rest der Drums installiert habe. So. Und die Triebwerke hören leicht auf, wenn ich die Kiste ein bisschen hochziehe. Ja, das passt schon. So, 1000 kam jetzt gerade zweimal. Noch ein drittes Mal wird da hoffentlich nicht kommen. Traffic Advisory Only ist gerade an. Aber Traffic erwarten wir auch nicht. So, jetzt kommen wir langsam wieder weiß und dann drücken wir wieder ein bisschen, dass der Schub auch wieder leicht runtergehen kann und das für 140 halten. Und ein bisschen weniger, also 130 oder 138. Deshalb bin ich also der Fan von dem USA319, dann kann man schön langsam und sicher landen, langsam mit Flair fliegen und hat nicht den Stress mit der Geschwindigkeit auf den großen Flugzeugen. Jetzt zum Beispiel mit 321. So weit passt es. Wir sind nicht ins Zentrum ausgerichtet, ein bisschen nach rechts ist. So, gehe ich jetzt höher, dann bin ich jetzt noch dabei, auszurichten. Schub beim Autopilot. 500. 500 ist checked. 100 above. 100 above. 400. 400. Minimum. Continue. Continue. 300. Und da kommen wir gleich zu tief rein. 100. Das passt aber, jetzt kommen wir langsam die Lichter. 70, 60, 50, 40, 30, 20. Retard, retard, 5. So, ground spoilers, reverse screen. Reverse ist drin. Und manual brakes. Auto brakes off. So, dann wollen wir viel verlassen. So. Dann setzen wir mal kurz die Parkbremse. Und dann einfach mal kurz stehen. Okay, jetzt die After-Landing Checklist. Exterior Lights. So, und die Exterior Lights. Die gehen aus. Set. Ground Spoilers. Disarmed. Set off. Engine Mode Selector. Checked. Normal. Flaps. Flaps and Flaps Zero. TCAS. TCAS Standby. Set off. Brake temperature. Checked. APU. APU set on. Checklist complete. Und dann geht's jetzt ab zum Gate. Ich nehme Gate. Was machen wir mal? Was sind denn hier? Ich würde irgendwo eine Gate-Zahl sehen. Ich gucke mal. Ne? Der Fan nicht, guck dann gleich nochmal, das ist nicht mehr ran. Wir verdienen zwar ein Geld nach dahin und das wird sich allzu weit freuen müssen. Sofort Wiederholung, ja, spielt halt dann am Ende rein. Und jetzt geht's erstmal zum Gate. Mit dem Landen, mit dem Flug, mit dem Anflug bin ich soweit ganz zufrieden. Jetzt noch einen schönen Parking und dann war es das Impact schon am Anfang, aber jetzt ein wunderschöner erster Flug im PK3D. Ich muss dazu sagen, es ist gerade auch schon sehr spät nachts hier in Deutschland, wo ich das Video hier aufnehme. So. Und dann geht es jetzt hier den nächsten rechts.
über Eingang Nord ist das, glaube ich. Wir können jetzt mal ALS und S ausschalten und das hier reinpacken und den Nord Standard Nord setzen. Und jetzt rechts auf die Kurve. Und rechts rum. Das ist die FPS-Anzahl wie in Frankfurt gerade jetzt hier. Das liegt daran, dass, das habe ich mich gerade kurz erkundigt, der Pripyat 3D FPS auf 30 lockt, wenn ich über OBS aufnehme. Das finde ich jetzt nicht ganz so gut, aber das will man machen und das wird dann Games. Dann gehen wir mal 2040. Das ist keins von denen hier. Ne, die gehen immer weiter runter. Changepacking Facility, Gate, Shower Position. Wir nehmen jetzt einfach die 14. Nope. Ja, okay. Und dann ist das jetzt hier das nächste Geld. So, jetzt mal was zu gucken. Hier wird der geparkt. Okay, da wird nochmal geparkt. Okay, also jetzt machen wir es. Und set back, back on. And this one is too hot. Das war ein richtig schöner Flug. Jetzt noch die Parking-Checklist und das war's dann erstmal. Jo. Parking brake and shocks. So, dann und die Chucks sind dran. Und die passen weg auf. Parking brakes released. Engine master. Both off. Seatbelt signs. Seatbelt signs. Set off. Beacon lights. Set off. Exterior lights. Set off. Anti-ice. Off. Fuel pumps. Die sind jetzt gleich. Na, jetzt set off. Checklist complete. Checklist completed. So, das war's jetzt. So, sozusagen von unserem ersten Flug in Pripyat 3D. Ich bedanke mich auch recht herzlich, dass ihr zugeguckt habt. Und würde mich hier auch sehr freuen. Oder wenn euch der Pripyat 3D gefällt, dann lasst mir doch eine positive Wertung da, dass ich das auch weiß. Und ja, bis zum nächsten Mal auf Packe. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.